Moin! Wunderliche Weltklugheit Nummer 52. In 7 einfachen Schritten ein Online-Business aufbauen, Teil 2. Und heute sehen wir uns Schritt 3 bis 5 an, das ist eine Website erstellen, Inhalte erstellen und ein einfaches Produkt. Ja, heute mal was ganz Besonderes. Ich nehme heute mal nüchtern auf, es gibt heute mal kein Bierchen zum Podcast. Das liegt daran, dass ich gleich noch zum Sport muss, aber dafür wird der Inhalt trotzdem ein Juwel sein in dieser von Verbrechen dominierten Podcast-Landschaft. Neulich mal in die Charts geguckt und irgendwie ist da alles voll mit Crime-Podcasts und so. Ich verstehe nicht, warum man sich diese ganze Negativität in sein Leben reinholt. Dann hört doch lieber einen Online-Business-Podcast und setzt das Ganze ein bisschen um und macht was Cooles draus. Also, in der ersten Folge dieser Reihe ging es um das Thema Mindset. In der zweiten Folge habe ich ein bisschen über das Thema Ideen für dein Business finden gesprochen. Und ich hoffe, du hast jetzt auch schon eine Idee gefunden. Wenn nicht, dann genieße noch einmal die Ausgabe 51 der wunderlichen Weltklugheit. So, und da wir mit unserem Online-Business mal richtig reich werden wollen, brauchen wir Umsatz. Und der kommt vom Umsetzen. Und genau das besprechen wir heute, wie man so etwas umsetzt. Ich erzähle dir, wie du eine Webseite, ein paar erste Inhalte und ein Produkt erstellst. Und das sind die Schritte 2, 3 und 4 in meinem 7-Schritte-Online-Business-Konzept. Wenn du das Ganze nochmal ausführlich nachlesen willst, sieh dir das Buch Online Business für Einsteiger auf Amazon an oder geh auf onlinebusinessakademie.net/buch. onlinebusinessakademie.net/buch. Ja, und in der Online Business Akademie gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Wir haben ein paar neue Mitglieder und wir werden jetzt mit den Teilnehmern auch regelmäßig solche Umsetzungs-Challenges machen. Das heißt, wir nehmen uns einfach gemeinsam Ziele vor und die werden wir dann gemeinsam in den nächsten 30 Tagen jeweils umsetzen. Wir motivieren uns gegenseitig, unterstützen uns dabei, erfolgreich zu werden. Also, wenn du keine Lust hast, alles alleine zu machen, dann guck gerne mal bei uns auf onlinebusinessakademie.net herein. Gut, aber damit kommen wir zu Schritt 2 und das ist die Webseite. Das Thema Webseite schreckt viele, die noch nie eine eigene Seite erstellt haben, immer so ein bisschen ab. Aber diese Angst vor Technik und neuen Herausforderungen sitzt leider noch tief. Und oft höre ich auch so Sätze wie, ich kann noch gar nicht programmieren. Und ich kann dir aber jetzt schon sagen, dass ich in über 10 Jahren es noch nie erlebt habe, dass jemand, der wirklich motiviert war, an der Technik gescheitert ist. Und heutzutage kann jeder mit wenigen Mausklicks, ohne irgendwas zu programmieren, leicht innerhalb weniger Minuten eine Webseite erstellen. Dazu gibt es fertige Baukastensysteme oder halt meine bevorzugte Variante. Und das ist das kostenlose Content-Management-System WordPress, das ich dir gleich noch vorstelle. Nochmal so unabhängig von diesen ganzen Business-Themen oder so. Stell dir einfach mal vor, wie cool es wäre, wenn du stolz durch deine erste eigene Webseite scrollen kannst. Auch wenn man so einen längeren Text schreibt oder so. Ich finde das immer wahnsinnig cool, wenn man einfach so durchscrollt. Das macht mich stolz. Also, eine Webseite zu machen, ist auf jeden Fall eine coole Sache und sollte man machen. Man kann dieses ganze Online-Business auch ohne Webseite machen. Manchmal reicht es zum Beispiel, einen Instagram-Kanal zu erstellen, eine Facebook-Seite. Oder man kann sein fertiges Produkt auch auf einem Marktplatz hochladen, wie Amazon für Bücher oder Udemy für Online-Kurse. Aber ich kann dir garantieren, dass eine eigene Webseite deine Umsätze und deine Reichweite fast immer deutlich erhöhen wird. Also nimm dir einfach mal diese 1 bis 2 Tage Zeit und mehr braucht das wirklich nicht und lerne, wie du eine eigene Webseite erstellst. Ich stelle dir jetzt aber mal kurz die wichtigsten Komponenten und Schritte vor, wie du eine eigene Webseite erstellen kannst und das erste, was du dazu benötigst, ist WordPress. Mit WordPress kannst du deine Webseite sehr einfach installieren und im Browser dann nachher beliebig bearbeiten. Du brauchst also keine neue Software oder irgendwie sowas. Und das ist auch nicht komplizierter, als so einen Text zu schreiben, zum Beispiel mit Word. Alles, was du dazu brauchst, ist ein Domainname, wie zum Beispiel thomasdahlmann.com und ein Webhosting-Paket bei einem Anbieter, der deine Webseite online stellt. Und beides zusammen kostet weniger als 10 Euro im Monat. Und das sind auch schon die einzigen Kosten, die du für die Umsetzung dieser 7 Schritte unbedingt investieren solltest. Bleiben wir aber bei unserem Camping in Holland Beispielthema. Und da würden wir jetzt einen Domainnamen wählen, zum Beispiel camping-holland.de. Ist noch frei und dort kann man dann WordPress installieren. Für deutsche Seiten mit deutschen Kunden würde ich auch immer so eine .de-Domain bevorzugen, aber wenn die mal nicht mehr frei sein sollte, kannst du auch internationale Domains wie .com, .net, .org oder so nehmen. Wichtig ist nur, dass man sich den Namen der Domain leicht merken kann und am besten, dass es keine Missverständnisse bei der Schreibweise gibt, wenn du jemandem diese Domain sagst. Ein Tipp noch dazu, verzichte auf Domains mit Umlauten, also O, Ü, Ä. Das macht technisch nur Probleme. Also lass es einfach
Und du findest dazu auf dem YouTube-Kanal der Online Business Akademie nochmal ein Anleitungsvideo, wie du also deine erste Webseite mit WordPress in weniger als 5 Minuten installieren kannst. Einfach mal kurz angucken, nachklicken und dann hast du in 5 Minuten deine erste eigene Webseite online. Ich verlinke dir in den Shownotes auf thomasdahlmann.com/ww52 auch nochmal eine ausführliche Anleitung, wie du eine Webseite in einem Tag erstellen kannst. Gut, aber zurück zu WordPress. Das Geniale an WordPress ist, dass du mit sogenannten Plugins die Funktion der Webseite beliebig erweitern kannst. Mit wenigen Mausklicks hast du einen kompletten Online-Shop installiert, ein Forum oder ein Kontaktformular und auch wieder alles komplett ohne irgendwelche Kosten oder Programmierfähigkeiten. Du findest in den Shownotes eine Liste mit den wichtigsten WordPress-Plugins, die du auf jeden Fall installieren solltest. Findest du auch auf onlinebusinessakademie.net/wordpress-plugins. Du kannst aber nicht nur die Funktion deiner Webseite innerhalb weniger Minuten beliebig ergänzen, sondern auch das komplette Aussehen der Seite mit sogenannten Templates oder Themes anpassen. Die kannst du einfach, wie in der Anleitung gezeigt, installieren und schon sieht deine Webseite komplett anders aus. Und auch sehr professionell und hochwertig. Ich empfehle Einsteigern immer das kostenlose Astra-Template und das verwende ich auch auf den meisten meiner Seite. Verlinke ich dir natürlich auch wieder auf der Seite und in den Shownotes. Ja, und wenn du das hast, sieht das auch schon alles ganz gut aus. Zu deiner Webseite ist ansonsten noch gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich gebe dir noch mal ein paar Tipps zum Betrieb der Webseite. Also, was du auf jeden Fall machen solltest, ist eine regelmäßige Datensicherung. Manchmal geht was kaputt, manchmal stellt man da irgendwas um und dann geht's nicht und dann ist das ärgerlich. Und dafür gibt es das kostenlose Updraft-Plugin, kannst du einfach installieren und dann kannst du mit einem Klick deine komplette Webseite sichern und jederzeit wieder auf einen bestimmten Stand herstellen. Das zweite, was du auf jeden Fall machen solltest, ist eine Datenschutzerklärung und ein Impressum. Die ganzen rechtlichen Themen sind in Deutschland alles ein bisschen umständlich, aber auch da gibt es Lösungen, die ich auf der Webseite verlinkt habe. Ja, einfach mal machen. Das sind so eine Generatoren, dann gibst du ein paar Daten von dir ein und dann funktioniert das Ganze. Dritter ganz wichtiger Tipp, halte dich an das Urheberrecht. Also kopiere keine fremden Inhalte, egal ob Texte, Bilder oder Videos. Vierter wichtiger Tipp, richte einen Besuchererzähler für deine Webseite an. Dafür kannst du das kostenlose Google Analytics verwenden oder etwas wie zum Beispiel das WordPress-Plugin, Statify und beide zeigen dir an, wie viele Leute auf deine Webseite kommen. Das ist ganz, ganz wichtig, eine wichtige Kennzahl nachher für dein Business und für die Marketingaktivitäten, die wir später besprechen. Und ein letzter Tipp noch, reich deine Webseite unbedingt bei der Suchmaschine Google ein, damit deine Kunden dich auch später finden können. Das kannst du in der Google Search Konsole machen, verlinke ich dir auch wieder auf der Webseite, kostet nichts, dauert nur 2-3 Minuten. Gut, und wenn du das alles gemacht hast, dann hast du an dieser Stelle eine Idee, das haben wir in der letzten Folge besprochen. In unserem Beispiel war es halt das Thema Camping in Holland. Und du hast eine Webseite, auf der du deine Idee präsentieren kannst und die auch ein bisschen schick aussieht, wenn du das richtige Template auswählst. Die Seite muss aber am Anfang auf keinen Fall perfekt sein. Also optimiere nicht das Logo oder die Rechtschreibung und diese ganzen kleinen tausend Details. Das hält dich nur unnötig auf. Und die Wahrheit ist nun mal, selbst wenn du die Webseite heute online nimmst, erstmal sieht sie niemand. Du hast keine Besucher. Du kannst also all diese Dinge in Ruhe später machen. Und bei mir ist es so, ja, die meisten meiner Webseiten sind hässlich. Ich bin kein Designer und ich nehme mir die Zeit dafür nicht. Ich achte lieber darauf, dass ich gute Inhalte erstelle. Das heißt, meine Webseiten sind sehr, sehr schlicht, sehr, sehr weiß. Ich habe keine großen Farben oder keine Logos oder ich habe auch auf einer Webseite nur ein Kostenlogos von pixabay.com und einfach so ein Beispielbild genommen. Aber trotzdem verdienen diese Webseiten teilweise Tausende von Euros im Monat, völlig passiv. Also am Design wird es nicht scheitern und niemand wird sagen, hey, weil da dieser Rechtschreibfehler ist oder weil das Logo 10 Pixel zu weit links ist, werde ich das Produkt nicht kaufen. Konzentriere dich auf die Inhalte deiner Webseite und dass diese dem Besucher auch Mehrwert liefern. Und damit sind wir dann auch schon bei Schritt 3. Den Inhalten deiner Webseite, was du da überhaupt drauf schreiben sollst. Und für den Anfang ist es so, dass es ausreichend ist, wenn du folgende Inhalte erstellst. Eine Startseite. Auf dieser informierst du deinen Besucher ganz grob über dein Thema, also zum Beispiel so 1000 bis 2000 Wörter, so als Richtwert. Und du könntest daher zum Beispiel schreiben, Camping in Holland ist toll, warum ist es toll und bereits so 1 bis 2 Tipps zum Thema Camping in Holland geben. Wenn du das gemacht hast, dann erstellst du einen ersten Beitrag. Und hier bietet es sich an, zum Beispiel eine Liste mit den 5 schönsten Campingplätzen in Holland zu erstellen und diese einfach kurz vorzustellen. Noch eine gute Idee wäre es, wenn du einfach verschiedenes Campingzubehör, wie ein Gaskocher oder ich habe mir jetzt so ein mobiles Solarladegerät zum Beispiel geholt, weil das hilft deinen Lesern. Und das zweite ist, du kannst mit Hilfe von Affiliate-Marketing zusätzliche Einnahmen in Form von Verkaufsprovisionen erzielen. Das heißt, du stellst das Produkt vor wie dieses Solarpanel und wenn jemand auf deiner Webseite auf die Solarpanel klickt, kommt er auf Amazon, kauft es dort und du erhältst eine Verkaufsprovision
je nach Produkt in Höhe zwischen 3% und 10% auf alles, was er in deinen Warenkorb packt. Also tolle Möglichkeit, um noch seine Einnahmen weiter zu steigern. Beiträge erstellen, wie gesagt. Die dritte Sache ist, bei den Inhalten, du erstellst eine Über-mich-Seite. Und auf dieser erzählst du einfach ein paar Worte über dich und warum du dich überhaupt mit diesem Thema befasst. Zum Beispiel jetzt, weil du selbst Camper bist oder selbst Holländer bist oder einfach gerne in Holland campst. Und das war's dann auch schon mit den Inhalten. Bei den Inhalten der Website ist es aber ganz, ganz wichtig, dass du dich am realen Interesse deiner Besucher orientierst. Und dazu machst du eine sogenannte Schlüsselwortrecherche. Und das kannst du zum Beispiel mit dem bereits vorgestellten kostenlosen Tool ubersuggest.com machen. Verlinke ich auch wieder in den Shownotes. Und da kannst du sehen, wie viele Leute jeden Monat nach bestimmten Suchbegriffen wie Camping, Camping Holland und so weiter suchen. Habe ich in der letzten Folge alles schon mal so ein bisschen erwähnt. So stellst du aber sicher, dass man deine Webseite und deine Inhalte, die du erstellst, auch zu den richtigen Suchbegriffen langfristig in der Suchmaschine wie Google findet. Das heißt, du erhältst langfristig immer wieder neue Besucher auf deiner Webseite, die auf deine Links klicken und dadurch auch völlig passiv Einnahmen. Für den Einstieg würde ich empfehlen, mit reinen Textinhalten zu beginnen. Später kannst du dann noch Grafiken, Videos, Fotos, Bilder, was auch immer ergänzen. Und alles, was du dazu benötigst, ist ein Schreibprogramm wie das kostenlose Google Docs zum Beispiel oder Word oder LibreOffice. Und wenn du Fotos oder Videos brauchst, kannst du die entweder mit deinem Smartphone einfach selber machen oder aber auf so kostenlosen Seiten wie Pixabay.com, das ich gerade schon mal erwähnt hatte, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, einfach kostenlos runterladen auf deiner Webseite verwenden. Also das ist keine große Sache, solche Inhalte zu erstellen. Wichtig ist nur, dass du unbedingt diesen Mehrwert lieferst und den Besuchern deiner Seite hilfst. Ein Artikel über diese 5 schönsten Campingplätze in Holland zum Beispiel tut genau das. Er hilft dabei, die Entscheidung zu treffen, wo man denn in Holland campen könnte. Er löst also ein konkretes Problem und wie du bereits erfahren hast in der letzten Folge, Problem plus Lösung ist gleich Business. Erstelle also im dritten Schritt die Inhalte und dann kommen wir auch schon zum vierten Schritt und erstellen ein Produkt, das du verkaufen kannst. Schritt 4, das Produkt. Du kannst deine Idee auch komplett ohne Produkt testen und sogar damit bereits Geld verdienen. Oder aber auch einfach die Produkte anderer verkaufen, wie zum Beispiel das eben erwähnte Affiliate-Marketing. Aber wir wollen ja dein eigenes Business aufbauen. Also langfristig ist es von Vorteil, wenn du auch ein eigenes Produkt hast. Die anderen beiden Möglichkeiten stelle ich im Buch Online-Business für Einsteiger aber auch ausführlicher vor, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt wollen wir erstmal ein Produkt erstellen. Und als Produkt starten wir am besten mit einem einfachen E-Book. Und das E-Book gibt Einsteigern in das Thema Camping in Holland einen groben Überblick. Und alles, was du dazu brauchst, wie gesagt, ist ein kostenloses Schreibprogramm, Google Docs, Word, OpenOffice, LibreOffice. Und das ist ja auch das Tolle an digitalen Produkten. Also, dass du wirklich sofort anfangen kannst. Und auch andere Formate, wie zum Beispiel Videokurse oder Podcasts, sind leicht erstellt. Ich meine, ich sitze hier nur vor so einem Mikrofon, das hat mich ein paar Euro gekostet. Aber es ist keine große Sache und ich kann das heutzutage hochladen und bin auf sämtlichen Plattformen weltweit verfügbar. Das ist eine faszinierende Möglichkeit. Und heutzutage jedes gute Smartphone, das die meisten von euch wahrscheinlich zu Hause haben, kann heutzutage Videos in ausreichender Full-HD-Qualität aufnehmen. Und so ein gutes Mikrofon kriegst du auch für, was weiß ich, 50 Euro oder so, nimmst dann noch so eine Teleprompter-App oder ein Stativ, das gibt's für unter 10 Euro. Und das reicht. Noch einfacher ist, wenn du zum Beispiel einfach den Bildschirm aufzeichnest mit Camtasia oder solchen Programmen, da musst du nicht mal vor der Kamera zu sehen sein. Und ich habe solche Kurse auch und mehrere tausend Teilnehmer sind zufrieden mit diesen Kursen. Also digitale Produkte sind auch in anderen Formaten wirklich nicht so kompliziert zu erstellen. Du kannst sie als Beispiel mal einfach ansehen. Gibt zum Beispiel bei Amazon Prime oder auch auf Udemy einen Kurs von mir, der heißt einfach investieren. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und der ist wirklich super einfach gemacht. Ich habe einfach ein paar Strichmännchen gemalt von Hand. Ich vermittle aber in diesem Kurs extrem wertvolles Börsen- und Finanzwissen, das auf eine Art und Weise, dass wirklich jeder es versteht. Das ist sehr, sehr einfach gemacht, aber es ist trotzdem sehr, sehr nützlich, da gerade dieses Finanzwissen so oft nicht bekannt ist. Also guck dir das einfach mal an und dann siehst du, das kriegst du auch hin, wenn du halt in deinem Wissensgebiet, was auch immer das ist, eine entsprechende Expertise aufgebaut hast. Gut, aber für dieses einfache Beispiel starten wir jetzt mal mit einem E-Book. Ergänzend zum E-Book, weil du ja dann schon eine Webseite hast, gibt es dann nachher ein paar Checklisten zum Download. Beispielsweise eine Packanleitung dürfte jedem angehenden Camper weiterhelfen. Dann machst du noch eine Checkliste für Wohnwagen oder Routen oder Reiseempfehlungen und vielleicht noch so eine Liste mit unverzichtbaren Gegenständen für den perfekten Campingurlaub. Und das E-Book selbst enthält dann verschiedene spezielle Hinweise zum Thema Campen in Holland. Welche Campingplätze gibt es zum Beispiel? Oder wo darf man stehen? Was ist erlaubt? Worauf ist zu achten?
Vielleicht auch noch so ein paar geheime Tipps. Vielleicht so eine Tabelle, wo alle Campingplätze mit Funktionen wie Strom, WLAN, Dusche aufgelistet sind oder die nach Preisen oder anderen Merkmalen gefiltert werden kann. Und häufig kommt dann der Einwand, dass man viele dieser Informationen doch auch kostenlos im Netz findet. Und ja, das stimmt, natürlich findet man das. Aber manchmal hat man auch einfach keine Zeit und Lust, da tagelang zu recherchieren, sondern zahlt lieber einmalig einen kleinen Betrag von 10, 20 Euro und hat eine fertige Lösung. Außerdem gibt es mir als Kunde die Gewissheit, dass ich nichts vergessen habe. Und gerade als Camping-Einsteiger weiß ich ja teilweise gar nicht, wonach ich überhaupt suchen soll. Und da so eine strukturierte Anleitung zu haben, kann für mich sehr, sehr hilfreich sein. Okay, also Informationen kannst du alle recherchieren und packst sie in so ein E-Book. Das heißt, du schreibst sie in dein Google Doc und nimmst zum Beispiel noch für die Tabellengeschichten Google Spreadsheet. Beides kostenlos. Und dann kannst du das fertige E-Book und die Downloads bequem einfach als PDF-Datei exportieren. Und das war's. Das ist ein digitales Produkt. Mehr nicht. Es ist nicht kompliziert, so ein PDF zu erstellen. Und das kannst du zum Beispiel dann bei Amazon hochladen. Dann hast du ein Buch, das weltweit gekauft werden kann. Oder du verkaufst es halt über die eigene Webseite. Wie dieser Verkaufsprozess und so ansieht, das gucken wir uns später noch an. Aber in dieser Folge geht es eigentlich nur darum, dass es kein Hexenwerk ist, was wir hier alles machen. Dass wirklich jeder das umsetzen kann, der da Lust drauf hat. Wenn du aber so ein Produkt erstellst, gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache zu beachten. Und das ist das sogenannte MVP-Prinzip. MVP steht für Minimum Viable Product. Ist ein bisschen Englisch, normalerweise rede ich ja lieber Deutsch hier im Podcast. Aber ist halt ein sehr bekannter Begriff, bei dem findet ihr auch bei Google viel. Und ist halt eine tausendfach bewährte Methode, wie du mit möglichst wenig Aufwand neue Geschäftsideen starten kannst. Wurde erstmalig von Eric Ries in seinem Buch Lean Startup fortgestellt. Verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, wer sich das durchlesen will. Und das erste Ziel dieses MVP-Prinzips ist es, eine erste nützliche Version deines Produktes zu erstellen, mit so wenig Aufwand für dich wie möglich, aber mit größtmöglichem Nutzen für deine Kunden. Auf ein digitales Produkt, wie zum Beispiel ein Buch übertragen, bedeutet das in der Praxis, dass du nicht erst das gesamte Buch schreibst. Du schreibst lediglich ein einziges Kapitel zum Beispiel mit einer konkreten Problemlösung. Und diese Version deines Produktes hat vier verschiedene Ziele. Erstens, testen, ob überhaupt jemand bereit ist, für deine Lösung Geld zu bezahlen. Zweitens, den potenziellen Kunden die bestmögliche Idee deines Produktes zu vermitteln. Also was kommt da alles noch? Drittens, echtes Feedback vom Markt zu sammeln. Echte Zahlen, echte Kunden, verschiedene Meinungen zu deinem Produkt und auch Möglichkeiten zur Verbesserung, wenn du Kritik kriegst. Und viertens, Marketing ab dem ersten Tag. Du positionierst dich als Experten für ein Thema und kannst von Anfang an mit dem Reichweitenaufbau beginnen, nicht erst, wenn du das komplette Buch fertig geschrieben hast. Aber wenn du es dann veröffentlichst, passiert erstmal nichts und dann musst du dieses ganze Marketing nachholen. Also, sehr, sehr gute Sache, das mit dem MVP-Prinzip. Und wenn du diese erste Version fertig hast, zum Beispiel das erste Kapitel, dann beginnt der Bauen-Messen-Lernen-Zyklus. Du baust die erste Version und du schreibst zum Beispiel dieses eine Kapitel, du misst die Ergebnisse, also laden die Leute es runter, kaufen sie es, was sagen sie dazu, wie ist das Feedback und du lernst daraus. Und das, was du daraus gelernt hast, setzt du dann direkt um und baust die nächste Version. Wenn zum Beispiel dann Rechtschreibfehler immer wieder kritisiert wird, dann kannst du ihn auch beheben, aber vorher nicht. Und diesen Prozess Bauen, Messen, Lernen wiederholst du so lange, bis dein Produkt immer besser wird und du immer mehr lernst. Und diese Vorgehensweise hat verschiedene Vorteile. Du vermeidest zum Beispiel Perfektionismus, weil du einfach sofort starten kannst. Ganz wichtig auch, du vermeidest Annahmen über den Markt und deine Kunden. Du weißt vorher nicht, wer irgendwas kaufen wird. Und wenn du dich monatelang einschließt und ein Produkt erstellst, Buch schreibst, was auch immer, weißt du am Ende trotzdem nicht, ob es jemand kauft. Dritter Vorteil, ganz wichtig, du lernst die Bedürfnisse deiner Kunden kennen. Du entwickelst also ein Produkt anhand des Feedbacks, das genau den Bedürfnissen deiner Kunden entspricht. Du entwickelst also auch ein wesentlich besseres Produkt. Und der vierte und letzte Vorteil, du fokussierst dich auf das Wichtige, nämlich diesen minimalen ersten Nutzen. Und, ja, ein Vorteil haben wir noch. So ein minimal nützliches Produkt wie ein Kurz-E-Book zum Beispiel hat noch den Vorteil, dass die Einstiegshürde für den Kauf sehr gering ist. Einfach weil der Preis so gering ist. So ein E-Book zum Beispiel kostet nur 7,99 Euro. Und darauf aufbauen kannst du dann langfristig aber auch teurere Produkte verkaufen, weil du ja jetzt zahlende Kunden hast. Ich habe das auch so bei einigen. Da habe ich mit einem 7-Euro E-Book gestartet, dann kam irgendwann ein Online-Kurs für 100 Euro, dann kam noch ein weiterer Online-Kurs für 300 Euro und so weiter.
Aus dieser kleinen Seite, die mal ein paar hundert Euro verdient hat, sind irgendwann auch mal 4.000, 5.000, 6.000 Euro geworden, jeden Monat. Und das ist ein wichtiges Prinzip, weil in dem Moment, in dem jemand das günstige E-Book kauft, passiert was ganz Wichtiges. Vom Interessenten wechselt sein Status zum Käufer. Du hast jetzt also einen Kunden und mit deinem Online-Business dein erstes Geld verdient. Und Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufriedener Kunde nochmal bei dir kauft, 7-mal höher ist. Also das ist die perfekte Ausgangsbasis für spätere weitere Produkte. Und diese Ausgangsbasis und diesen Statuswechsel vom Interessenten zum Käufer zu schaffen, ist einer der wichtigsten Grundsteine für dein erfolgreiches Online-Business. Also, nochmal zusammengefasst, MVP-Prinzip ist eine feine Sache, solltest du auf jeden Fall bei deiner Produktentwicklung danach vorgehen, nach dieser Methode, erst eine minimal nützliche Version bauen und dann dieser Bauen-Messen-Lernzyklus, wo du nach und nach dein Produkt entwickelst. Und wenn du dann das Produkt nach dem vierten Schritt in einer ersten minimalen Version fertig hast, dann beginnt der fünfte Schritt, der Verkauf deines Produktes, und den sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, wo es um das Thema Verkaufen geht. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn du das Ganze einfach mal umsetzt. Erstell die Webseite, schreib 2-3 Texte, ein bisschen über dich und bau eine minimale Version deines ersten Produktes. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir einfach mal eine E-Mail an td@onlinebusinessakademie.net oder schau auf der Webseite vorbei. Da findest du viele kostenlose Ressourcen zu diesem ganzen Thema Online-Business starten, Produkt erstellen, Inhalte recherchieren und so weiter. Gut, zum Abschluss noch schnell. Wenn du jetzt Lust hast, dein eigenes Business mit digitalen Produkten zu starten und die 7 Schritte alle nochmal ausführlich im Detail lesen willst, kannst du dir mein Buch auf Amazon zum Thema ansehen. Online-Business für Einsteiger heißt das, von mir, Thomas Dahlmann, und da beschreibe ich halt nochmal ganz ausführlich diese 7 Schritte zum erfolgreichen Online-Business, und als Bonus gibt es diverse Anleitungsvideos, Checklisten und so weiter in einem Download-Bereich. Nur für die Leser. Buch findest du auf Amazon oder auf onlinebusinessakademie.net/Buch. Und jetzt schnell das Buch holen und loslegen. Ich habe für heute genug geredet und gehe jetzt zum Sport. Die beste Zeit, dein Online-Business zu starten, war vor 20 Jahren. Aber die zweitbeste Zeit ist jetzt, genau heute. Ja, und alles, was du dafür tun musst, ist einfach anzufangen. Mach jetzt dein Schreibprogramm auf und dann geht's los. Bis bald.